Jetzt kommen wir in die heiße Phase. Der zunehmende Mond im Wassermann ist nicht nur für die Venen relevant, sondern auch für die Unterschenkel. Damit steigt die Chance auf geil geschossene Tore! So schaut's also aus, wenn die Hauptstädter in die wunderschöne Bergwelt von Salzburg kommen, um hier für Stimmung zu sorgen und ihre Mannschaft anzufeuern. Aber natürlich ist in der Untersberg Arena von Grödig auch Hochspannung angesagt für die Gastgeber, die jene Mannschaft unterstützen, die hier in Weiß-Blau gerade dem Schiedsrichterteam die Hand schüttelt. Die Schiedsrichter aus Vorarlberg, angeführt von Robert Scharkenhofer, dem 40-Jährigen, heute bei seinem 123. Bundesligaspiel. Gelb oder blau? Blau. El Capitan, wir haben ihn gesehen auf der linken Seite und rechts der Kapitän der Rapid heute. Das ist Christopher Trimmel, nachdem Steffen Hofmann, auch das haben wir schon gesehen und gehört, nur auf der Bank sitzt und daher zumindest noch nicht zu seinem 400. Pflichtspieleinsatz für Rapid an die Reihe kommt. Ja, es ist ein kleiner Sektor, in dem die Rapid-Fans hier untergebracht sind, aber es steht in Relation zu diesem Stadion. Hier haben nicht mehr als maximal 4.600 Zuschauer Platz und das Stadion ist in seiner Kapazität in den letzten Jahren immer wieder sukzessive ausgebaut worden, damit jetzt zumindest so viele Menschen hierher kommen können und, das muss man durchaus sagen, die Erfolge dieser Grödiger Mannschaft jetzt auch in der obersten Spielklasse live miterleben können. Terence Boyd haben wir gesehen, auf der anderen Seite sehen wir Philipp Zulechner, den Erfolgsstürmer bei seiner ersten Saison in der Bundesliga hat er in 14 Spielen schon 10 Tore erzielt. Also das ist beachtlich, das ist eine ordentliche Visitenkarte, die er in seiner Premierensaison ganz oben abgegeben hat. Anstoß für die Grödiger in einem 4-2-3-1 System. Und in einer für sie typischen offensiv ausgerichteten Spielweise geht es schnell nach vorne, meistens über die Flanken. Über die Flanken kommen die Grödiger zum Erfolg. Das ist Zündel, wollte Salomon einsetzen, aber abgefahren. Die Formation der Rapidler ist eigentlich eine 4-3-3-Formation, so versteht sie, so interpretiert sie zumindest Zoran Barisic mit Behrendt, Vitra und Petzos, die mit defensiven Aufgaben vermehrt zumindest ausgestattet sind. Burgstaller, Beuth und Starke bilden die Offensivabteilung. Sie sehen es unten noch einmal eingeblendet, die Namen mit den Nummern zum besseren Orientieren. Beuth wieder mit dabei ist Burgstaller, da kommt Trimmel mit nach vorne, erste Möglichkeit für Rapid. Für den aufgerückten rechten Außenverteidiger Christopher Trimmel, der Ersatzkapitän für Steffen Hofmann, wenn dieser nicht mit dabei ist. Einige Veränderungen bei Rapid, auch das haben wir schon gesehen. Die Belastung bei den Hütteldorfern durch die vielen Spiele im Europacup, im Cup, in der Meisterschaft, die ist natürlich enorm. In den letzten Wochen hat Rapid doppelt so viele oder fast mehr als doppelt so viele Spiele bestritten wie die Grödiger, die jetzt wieder kommen über die Mitte, aber abseits. Abseitsposition schon abgepfiffen. Zulechner mit dem ersten Schuss auf das Tor von Jan Nowota. Beim Pass allerdings einen kleinen Schritt zu weit vorne. Es ist Guido Burgstaller. Nach seiner Bänderverletzung, die er sich in der WM-Qualifikation noch zugezogen hat. Trimmel. Der Einsatz von Brian Behrendt. Auch interessant. Brian Behrendt und der Tormann
vom SV Grödig, Zizan Stankovic und auch Philipp Zulechner. Die haben gemeinsam ein halbes Jahr lang bei Horn gespielt in der vergangenen Saison. Also drei Teamkollegen in einem dritten Verein heute hier vereint. Sie sehen jetzt auch noch die Aufstellung des SV Scholz-Grödig unten eingeblendet. Mit der Viererkette Zündel, Taboga, Cabrera, Potzmann, dann Czernik und Leitgeb im defensiven Mittelfeld, die beiden Sechser. Salomon über links, Husberg über rechts, Tommy, der Spanier in der Mitte und Zulechner als Solospitze. Behrendt. Ja. Eine Solo-Aktion. Und dann mit dem gestreckten Fuß noch nachgerutscht, abgepfiffen, aber das Spiel schon wieder schnell fortgesetzt. Der war draußen. Für die Grödiger gilt es, eine nicht so tolle Serie aus den letzten Spielen zu beenden. Nur ein Sieg in den letzten sechs Bundesligaspielen. Das war das 4:0 gegen die Admira. Und für Rapid geht es auch ums Ende einer Serie. Und zwar gegen die schlechte Serie, gegen die Aufsteiger anzukämpfen. Fünf Spiele in Folge gegen Aufsteigermannschaften hat Rapid jetzt schon nicht mehr gewonnen, sogar verloren. Eben auch zuletzt das 0:1 im eigenen Stadion gegen SV Grödig und auch davor immer wieder Probleme in der vergangenen Saison gehabt. Es war heute an sich ein schöner Tag, auch hier in Salzburg, aber pünktlich zu Spielbeginn hat es hier ordentlich zu regnen begonnen. Nicht nur zum Leidwesen dieses Kameramannes, den wir hier gesehen haben. Salomon gefault von Sonnleitner und das ergibt eine durchaus gefährliche Freistoßsituation für die Grödiger von der linken Seite. Mario Sonnleitner. Thomas Salomon, 24 Jahre ist er alt, kommt aus dem Austria-Nachwuchs. Und er ist einer, der nicht nur schnell und präzise über den Flügel kommt und flanken kann, sondern auch bei Standardsituationen über einen sehr gefährlichen Schuss verfügt. Ja. Das geht Eckball. Der Czernik mit dem Freistoß. Da reklamieren die Grödiger zunächst Hands, aber der Ball nur in der Nähe der Schulter von Christopher Trimmel, aber es gibt Eckball. Noch kein Tor nach einem Eckball konnten die Grödiger erzielen. Zündel. Chance noch nicht vorbei. Salomon ist auf der rechten Seite. Wieder Foul, diesmal an Tommy. Tommy Correa Miranda, so heißt der 28-jährige Spanier, der von Burgstaller zu Fall gebracht worden ist. Er hat ihn an der Hand mitgenommen. Geht der Burgstaller zum ersten Mal nach seiner Bänderverletzung, ein Bändereinriss ist es gewesen, wieder von Beginn an mit dabei bei Rapid. Wieder ist es Peter Czernik, der sich den Ball herrichtet für den Freistoß. Hat sich in der vergangenen Saison, in der Aufstiegssaison, seinen Stammplatz erkämpft bei den Grödinger und das war ein
Trick, eine Freistoßvariante und die Riesenchance für Jone Cabrera, den Kapitän. Hat durchaus für Verwirrung gesorgt. Zunächst verdeckt und der Pass in die Tiefe gut gemacht, auch schön aufgelegt von Zulechner auf Cabrera. Der dann allerdings ein bisschen zu viel Rückenlage gehabt hat und den Ball nicht mehr runterdrücken konnte. Da sieht man es. Erste gute Möglichkeit für den SV Scholz-Grödig nach 8 Spielminuten. Wieder deutlich zu erkennen, der Versuch der Grödiger, den Ball möglichst schnell aus der eigenen Hälfte herauszuspielen. Die Flügelspieler, entweder Husbeck über rechts oder Salomon über links, einzusetzen. Dann muss die gesamte Mannschaft im Mittelfeld sehr viel Laufarbeit verrichten, denn da rücken alle nach. Jetzt Thomas Zündel. Aber da ist keiner. Zeigt auch die Statistik, die offensive Ausrichtung der Grödiger, 31 geschossene Tore bis jetzt. Das ist die zweitbeste Offensive nach jener der Salzburger. Die haben schon 45 Tore erzielt. Allerdings ist man natürlich hinten auch anfällig. Zu Hause hat Grödig überhaupt die meisten Gegentreffer aller Bundesligamannschaften einstecken müssen. 17 Gegentore in 7 Heimspielen. Salomon zu Lechner, aber den Ball nicht gut abprallen lassen. Sonnleitner. Wimmel auf Beuth. Kann sich nicht durchsetzen. Steht gut. Dominik Taboga, er und Cabrera, das Innenverteidigungsduo beim SV Grödig. Da ist wieder Beuth. Und Salomon. Tommy. Zündel. Ah, schön mitgegangen zunächst, der linke Außenverteidiger, aber dann ist ihm die Flanke komplett abgerissen. Aber genau das sind die Situationen, über die Grödig gefährlich ist. Adi Hütter. 26 Mal hat er selbst als Bundesligaspieler gegen Rapid gespielt für Salzburg und den GAK. Positive Bilanz mit 10 Siegen, 7 Niederlagen und 9 Unentschieden. Mann im Tor, ein Riesentalent, Zizan Stankovic, 21-jähriger Doppelstaatsbürger, Österreich und Serbien. War schon ein paar Mal im Unter-21-Teamkader im österreichischen. Hat Kevin Fendt, den 23-jährigen, mal abgelöst. Aber jetzt, nächste Chance für die Grödiger. Auf der anderen Seite ist auch Jan Novota. Kein schlechter, der da zwischen den Pfosten steht. Schöne Aktion. Und gefährlich war der erste Schuss von Philipp Husbeck. Grödig. Fall von Terence Boyd. Ah, schön gemacht von Pichler, der den gesperrten Dibon heute ersetzt in der Viererkette bei Rapid. Aber Rapid schon wieder im Angriff.
Starkl bei seinem zweiten Auftritt von Beginn an vor zwei Runden hat er auch gegen die Admira beim 4:2-Sieg von Anfang an gespielt und durchgespielt. Und wieder Salomon auf der linken Seite. Lightgap, könnte schießen. Der Boden jetzt nass. Also durchaus geeignet, auch für Fernschüsse. Und auf sie zur nächsten Chance und der ist drinnen. 1:0 für den SV Grödig. Und da feiern sie ihren Torschütze. Tommy hat getroffen. Tommy Correa Miranda. Der Mann aus Spanien. Schön gemacht zunächst. Der Pass von Leitgeb. Und dann deckt er den Ball gut ab. Schaut so aus, als ob er ihn gar nicht voll getroffen hätte, aber das war schon Absicht mit dem Innenriss. In die linke Ecke hineingesetzt. Sein zweiter Saisontreffer. Nachdem er auch gegen die Admira beim 7:1 Heimsieg getroffen hat. Jetzt sein zweites Tor und die 1:0 Führung schon nach 14 Minuten. Läuft alles nach Plan im Moment für den SV Grün. Stark. Petzos. Sonnleitner. Ah, oh, gutes Vorchecking von Czernek. Aber dann ist er ein bisschen zu langsam, oder? Sonnleitner zu schnell. Salomon. Zum Regen gesellt sich jetzt auch eine schöne Portion Wind dazu. Wird natürlich jetzt auch rutschig der Boden. Freistoß für Rapidici. Ein durchaus leidenschaftliches, intensives Spiel in dieser ersten Viertelstunde. Ein Spiel zweier offensiv orientierter Mannschaften, das Grödig in dieser ersten Viertelstunde effektiver betrieben hat als die Gäste aus Hütteldorf. Nicht nur was den Zwischenstand betrifft, die 1:0 Führung für die Heimmannschaft, auch was die Chancen betrifft. Die Grödiger haben sich schon, abgesehen vom Tor, zwei sehr gute Torchancen erarbeitet. Rapid noch nicht gefährlich in der Nähe des Grödiger Tors. Bälle von Rapid jetzt ein bisschen, um sich Luft zu verschaffen, eingeschnürt in der eigenen Hälfte unter dem faschen Vorchecking der Salzburger. Grödig ist ja eine Nachbargemeinde der Landeshauptstadt Salzburg. Wenn man aus Salzburg rausfährt, Anhief, muss man nur über ein Feld drüber quasi und dann ist man schon hier in Grödig, in der 7000 Einwohnergemeinde. Ja, direkt am Fuße des Untersberges, deswegen auch die Untersberg Arena, fast 2000 Meter hoch. Von Thanos Petzos. Zündel findet immer wieder sehr viel Platz auf der linken Seite. Nächste Möglichkeit. Gerettet von Pichler.
Novota wäre zur Stelle gewesen bei diesem Pass auf zu Lechner. Den Winkel zugemacht, aber Bichler schnell genug ausgeputzt. Aber sie kommen immer wieder rein in den Strafraum, erarbeiten sich Möglichkeiten, Chancen. Die Grödiger, wieder zu Lechner, der sich über seine erste Teameinberufung sehr gefreut hat. Mit dabei im Trainingslager mit der österreichischen Nationalmannschaft nächste Woche in Alicante in Spanien sich die Österreicher vorbereiten. Das ist allerdings Peter Czernik auf das Spiel gegen die USA. Salomon, kein Abseits und der geht knapp am Tor vorbei. Rapid unter Druck. SV Grödig mit einem Angriff nach dem anderen. Naja, klare Sache. Nicht funktioniert die Abseitsfalle. Er geht nur ganz knapp am Tor vorbei. Knapp vom Doppelpack. Tommy. So. Seinen Ex-Teamkollegen aus Horn testen, Brian Behrendt. Beuth. Versucht Rapid, die Grödiger mit deren eigenen Mittel unter Druck zu setzen und attackiert auch sehr früh, sehr energisch. Aber da besteht natürlich immer wieder die Gefahr, den Ball zu verlieren in der Vorwärtsbewegung und dann in einen Konter zu laufen. Langer Ball auf Tommy, etwas zu steil. Behrendt, sofort eingekreist von 3 bis 4 Rapid-Spielern, wenn die Möglichkeit dazu da ist. Schöne Kombination. Zulechner hat sich da weit zurückfallen lassen, den Angriff eigentlich eingeleitet. Starkel. Aber das ist noch nicht exakt genug, was da nach vorne geht bei Rapid. Leitgeb kurz angeschlagen zu Boden gegangen, daher der Grödiger den Ball jetzt hinausgespielt. Er steht allerdings schon wieder. Daher jetzt fairerweise der Ball zurückgegeben von Dominik Stachl.
Ist er wieder. Tommy, der Torschütze. Flanke Usbeck und wieder Bicher dazwischen. Alle Hände und Beine vor allem voll zu tun. Die Rapid-Verteidigung. Nächster Eckball. Spektakulärer ausgeschaut, ausgehebelt, regelrecht wie beim Judo, Marvin Potzmann. Aber nichts passiert. Weiter geht's mit Freistoß für die Grödiger. Der war nicht ungefährlich. Philipp Husbeck. Hat gar nicht so scharf ausgeschaut nach der Kopfballabwehr. Fast mit dem Schienbein geschossen, aber der hat sich gefährlich in Richtung Kreuzecke gedreht. Wieder Eckball für Grödig. Vorne geht bei Rapid bis jetzt überhaupt nichts. Da sieht man es fast mit dem Knie, ein Knieschuss. Schon sind 25 Minuten vorbei, in denen Grödig Rapid die meiste Zeit stark unter Druck setzen kann. Wieder Foul, diesmal von Trimmel. Wieder gibt es Freistoß knapp außerhalb des Strafraums, allerdings aus sehr, sehr spitzem Winkel. Hat das geschickt gemacht. Thomas Salomon den Ball abgedeckt. Sieht, dass Trimmel da hereinrutscht, kann eigentlich nur über seine Beine fallen. Jetzt kommen sie wieder, die ganzen Großen. Im Strafraum, vor dem Tor von Jan Novotná. Unsicherheit von Beuth, die fast bestraft wird. Kommt zum Schuss, unverhoffterweise, Jone Cabrera. Die Situation spiegelt die Unsicherheit wider, die bei Rapid drinnen steckt durch diesen Angriffswirbel der Grödiger. Zunächst Novotná zögerlich, sehr zögerlich, soll er rausgehen oder nicht auf den hohen Ball. Auf der anderen Seite Beuth unsicher mit dem Fuß. Sorgenfalten auf der Trainerbank. Jetzt gibt es Eckball für Rapid. Jetzt abgespielt auf Burgstaller. Da
Das Bichler, aber der Ball schon draußen. Ja, mehr als ein bisschen Zeit zum Durchatmen war das nicht für Rapid. Hier sehen wir noch mal schöne Dribbling. Und das Tor von Tommy in der 14. Minute. Schön heruntergenommen, gut abgedeckt. Mit viel Übersicht abgeschlossen. Keine Chance für Nobel. Er rennt. Abseits. Abseits, schon abgepfiffen, hat lange gewartet, ob Philipp Husbeck da auch tatsächlich noch zum Ball kommt. Dann geht die Fahne des Schiedsrichterassistenten allerdings in die. Gleich eine halbe Stunde vorbei. Grödig führt 1:0. Grödiger sind aktiver, aggressiver, gefährlicher als Rapid. Hütteldorfer noch mit großen Problemen, sich da ein bisschen Luft zu verschaffen und relativ weit entfernt davon, gefährliche Aktionen nach vorne aufbauen zu können. Im Moment, aber das kann sich noch ändern. Peter Zündel. Kein Foul, Spiel geht weiter, sagt Schiedsrichter Schörgenhofer. Mal die Chance über Starke. Beuth. Behrendt. Grödiger sind ganz schnell hinten, sehr gut organisiert. Stacke. Trimmel. Beuth. Kommt nicht durch. Wieder Zulechner, Ball, er kämpft, der Opa durch das aggressive Vorchecking. Der ballführende Rapidler hat sehr schnell immer wieder mit 3 bis 4 Gegenspielern zu tun, wenn er nicht schnell genug abspielt und damit die Aktion eröffnen kann. Und wieder muss Bichler zum Eckball retten. Novota. Gibt es jetzt eine Konterchance für Rapid? Burgstaller. Nein.
Wieder etwas zu langsam. Oder Stankovic. Schnell genug heraus aus dem Tor. Bobsmann. Na, Foul an Leitgeb. Beuth holt sich eine Ermahnung ab. Der Schiedsrichter Schürgenhofer. Hat drei gelbe Karten bisher gesehen in dieser Saison. Terence Boyd. Ja, schön gespielt. Behrendt. Bickler. Beim langen Ball oder beim Versuch des langen Passes wieder Endstation in der Grödigabwehr. Ups. Ich glaube, mit dem Ausschuss ist er nicht ganz zufrieden. Sitzt an Stankovic. Petzos. 10 Minuten geht's noch in der ersten Hälfte. Wieder Foul, wieder Freistoß für Grödig. Czernek nimmt den Ball einmal kurz an, schaut auf und dann kommt Baller angerauscht von hinten. Diesmal wieder den Vorzug gegenüber Thomas Schrammel bekommen. Von Novota. Das sind die gefährlichen Situationen. Hohe Bälle in die Mitte und da stehen die kopfballgefährlichen Grödiger. Das weiß man, aber Jan Novota weiß da Schlimmeres zu verhindern. El Capitan. Nächster Eckball. Torchancenverteilung spricht eine klare Sprache. Oh, das wäre fast die Chance zum ersten Treffer nach einer Ecke gewesen. Chance Nummer 10 in diesem Spiel. Diesmal durch Peter Czernek. Und für ihn ist es eine sehr intensive Trainingseinheit, bei der es durchaus um einiges geht. Jan Novota. Da kann er nichts dafür und ansonsten macht er hervorragende Arbeit bis jetzt. Der 29-jährige Slowake im Tor der Hütteldorfer.
Ja, wieder mal ein Entlastungsangriff. Konter über Boyd, aber der kommt nicht zum Ball. Unglücklicher Zusammenstoß. Ah, die Ferse von Boyd hat Thomas Zündl da noch in den Rücken bekommen. Da sieht man es, im Fallen. Das ist natürlich unangenehm. Es sollte schon hergegeben werden, vor eineinhalb Jahren ungefähr. Und damals auch schon die Zeitungen geschrieben. Ist er doch geblieben und mittlerweile hat er sich zum Stammspieler entwickelt. Hier sehen wir noch einmal die Chance nach dem Eckball. Trimmel kriegt den Ball gerade noch weg aus der Gefahrenzone, bevor Zulechner angerutscht kommt. Behrendt. Schein gemacht, da verschafft er sich Platz. Rechts wäre Burgstaller frei. Ah! Das ist natürlich viel zu wenig, was dann im Endeffekt dabei rausschaut. Die Chance, Stankovic schon auf der Lauer an seiner eigenen Strafraumgrenze, der passt dann etwas zu lang. Das macht er gut, überlegt, nicht einfach nur weggeschossen den Ball, sondern genau zu seinem Mitspieler, zu Marvin Botsmann, sehr abgebrüht, schon der 21-Jährige im Tor der Krötiger. Schon draußen. Zu lange am Ball bleibt, ist er auch schon wieder weg. Schöner Haken von Zündl. Und Behrendt als Retter in letzter Sekunde. 5 Minuten noch, 1:0 nach wie vor die Führung für die Krötiger, die könnte auch schon höher ausgefallen sein. Wenn da nicht eine wirklich intensive und auch gute Arbeit nach hinten da wäre. Vor allem von Jan Nowota. Dem man keinen Vorwurf machen kann. Am Rückstand. Wieder Eckball. Wieder Nowota. Botsmann. Ah, der war schon draußen. Wieder ist der Ball bei den Krötigern. Czerny. Und Sonle. Schön gemacht. Nichts gepfiffen, war ein Zweikampf. Beide Seiten etwas gehalten. Botsmann, nächste Chance. Aber Czernek springt der Ball zu weit weg von der Brust. 3 Krötiger sind da gleich frei gewesen im Strafraum von Rapid. Nicht leicht zu nehmen in der Luft, der hohe Ball. Schön, wie er hier den Ball sich erkämpft. Doch nur bei einer von mittlerweile vielen, vielen Chancen. Da kommen auch noch ein paar Geschenke dazu.
zu Lechner. Oh. Spiel geht weiter. Kein Foul, kein Freistoß, schon gar kein Elfmeter. Stankovic. Die Flanke geht direkt auf die Zuschauertribüne. So, vielleicht die Chance, jetzt noch einmal die Situation von vorher genau anzuschauen. Zu Lechner. Naja, da geht Sonnleitner mit dem Knie schon in Richtung der Beine von Philipp zu Lechner. Kleiner Schubser von hinten von Bichler. Das Knie von Sonnleitner. Er hat weiterspielen lassen, ein anderer hätte hier möglicherweise auf Freistoß knapp außerhalb des Strafraums entschieden. Der Boger mit dem Ausputzer, nur noch wenige Sekunden zu spielen. Nachspielzeit gibt es keine in der ersten Hälfte, die war zwar intensiv, aber ohne größere Unterbrechungen. Jetzt wären die 45 Minuten vorbei, sind sie auch. Erste Hälfte ist zu Ende. Die Spieler können sich jetzt einmal ein bisschen trockenlegen, ein bisschen durchatmen und vor allem beratschlagen, was sie tun gegen diesen Angriffswirbel der Grödiger aus der ersten Hälfte. 1:0 hat Grödig im Hanapi-Stadion gewonnen. 1:0 führen die Grödiger jetzt auch in der Untersberg-Arena gegen Rapid. 14 Minuten hat es gedauert, dann war der Jubel groß hier in der Untersberg Arena. Die Heimmannschaft, der Aufsteiger, führt gegen den Rekordmeister mit 1:0 und das hochverdient. Roman, ich habe mich über weite Strecken der ersten Hälfte gefragt, ob heute der 31. Dezember ist, denn das war Feuerwerk. Ja, das war Feuerwerk, was Grödig gespielt hat, oder? Den Hut ziehen vor der Leistung der Grödiger in der ersten Halbzeit. Sie haben die Partie absolut dominiert, sie waren zweikampfstärker, sie haben schnell über die Spitze gespielt. Wirklich eine tadellose Leistung. In allen Belangen. Klar besser. In allen Belangen. Den einzigen Vorwurf, den sie sich machen müssen, ist die Chancenverwertung. Es steht nur 1:0. Sie hätten die Partie schon entscheiden können. Das ist auch das große Plus aus Sicht Rapids. Die Chance lebt noch. Und es hätte auch in dieser ersten Hälfte alles vielleicht ganz anders laufen können, wenn, nach dem Querpass von Christopher Trimmel in der zweiten Minute Rapid vielleicht diese einzige gute Chance genutzt hätte auf den Führungstreffer. Ganz genau. In der Anfangsphase ein guter Angriff einmal der Rapidler, aber ist der einzige dann geblieben mit dem Stangelpass. Da waren die Grödiger noch nicht so im Spiel, waren noch nicht geordnet, haben die Seite sehr stark aufgemacht, weil sie extrem rüber verschoben haben zum Ballführenden. Die Rapidler hätten das fast ausnutzen können. Aber das war es dann auch schon mit der grün-weißen Herrlichkeit. Ja, dann hat Grödig gezaubert, nicht nur aus dem Spiel heraus, sondern auch bei folgender Freistoßsituation, die wir Ihnen ganz genau analytisch zeigen wollen. Ja, weil es so schön war, wir hätten viele Szenen rausnehmen können, aber das war etwas, was mir sehr gut gefallen hat, gleich in der Anfang diese Variante. Wir sehen die Rapidler, die im Raum verteidigen, was üblich ist in so einer Situation. Und dann haben wir die Spieler gehighlightet, sozusagen die Laufwege, die verschiedenen, der Grödiger, und passt perfekt, wenn wir es jetzt laufen lassen. Ball wird kurz danach abgespielt. Er geht bei der Mauer vorbei, geht in die Tiefe, der Schupferl hinüber in den 16er. Also schöner kann man so eine Szene nicht spielen. Ist irgendwie interessant. Rapid war ja eigentlich immer bekannt auch für Freistoß- und Eckenvarianten. Aber da waren sie fast überlistet worden. Hätte sich auf jeden Fall ein Tor dann verdient. Ja, und in der 14. Minute, wie gesagt, der bislang einzige Treffer eines sehr sehenswerten Bundesligaspiels. Die Führung durch Tommy nach Pass von Husbeck. Sie haben die zweiten Bälle in der Mitte, sie sind zweikampfstärker, sie spielen viel, vor allem Baller hat auf der rechten Seite Probleme, hier müsste Frieder draufgehen, auch im Zentrum, dann sind sie zu weit weg am Mann und das haben sie dann ausgenutzt. Solche Szenen hat es einige gegeben, so wirklich den einzigen Vorwurf, den man machen kann, na, sie vergeben die Chancen. Super gemacht von Tommy, sicher sind ja, sie zu weit weg, aber das Tor ist schön. Hier sehen wir diesen Treffer noch einmal und was Roman gesagt hat, das war das einzige Tor. Davor und danach hochkarätige Chancen für die Grödiger. Nur ein paar davon zeigen wir Ihnen in geraffter Form. Viel über die rechte Seite. Immer wieder dasselbe Schema. Extrem laufstark. Die zweiten Bälle, die Abroller haben sie. Sie gewinnen die Zweikämpfe. Dann spielen sie immer wieder in die Schnittstellen und kommen so über die Flanken zu Tormöglichkeiten. So ist die ganze Zeit gegangen.
Nomoto hat einen guten Tag, hat der, bei dem müssen sich die Kollegen dann schon bedanken, dass es nur 1-0 steht. Auch hier wieder eine ganz typische Szene, Ballbesitz eigentlich bei Rapid, hier die Aggressivität, das Engmachen, die Überzeugung beim Ballführenden und dann wieder der Pass in die Schnittstelle. Es war wirklich ein Offensivfeuerwerk, also war ich ganz begeistert, den Grönigern beim Kicken zuzuschauen heute. Hier kein Abseits, ich glaube Baller hebt es auf hinten. Ja, und dann gibt es noch einen Weitschuss unter Anführungszeichen. Der war gar nicht so scharf, aber gefährlich. Gefährlich, ja. Ich glaube, da hat er Glück gehabt, dass er nicht richtig getroffen hat, sonst wäre der über Stadion gegangen. Der war ganz schwer. Ja, haben wir noch gesprochen, weil sie als Standards wenig machen. Aber da sieht man, sie sind schon gefährlich. Auch bei den Ecken waren sie dann gefährlich. Das ist dann oft nur eine Glückssache, ob's klappt. Aber wie gesagt, sie haben die Grün-Weißen richtig überpowert. Ab der zweiten Minute, ab diesem Dremelstangl-Pass. Und das, was wir sehen, ist vielleicht die einzige Gefahr, dass sie mit offenen Visierspielen so viel Risiko nehmen. Stankovic passt ja super ab, dass sie oft auf die Absicherung in der Defensive vergessen. Da müssen sie vielleicht noch mehr aufpassen. Der Torhüter, ja, ganz modern, spielt wie ein Libero hinten und schmiert praktisch diesen Pass in die Tiefe ab. Und eine Szene haben wir noch, einen Kopfball noch von Cabrera. Also viele tolle Szenen, aber warum? Warum ist Rapid da überhaupt nicht ins Spiel gekommen? Müdigkeit kann ja kein Argument sein bei 6-9 Spielern. Es liegt in erster Linie an den Grödigern. Das ist fast perfekt, wie sie spielen. So aggressiv, so laufstark, so diszipliniert in der gegnerischen Hälfte, wie sie immer mit 2-3 Spielern den Ballführenden unter Druck setzen. Und dann auch das Passspiel. Eine unglaublich hohe Passgenauigkeit mit ein-, zweimal berühren, Entschuldigung, und dann schnell in die Spitze. Ich glaube, dass man nicht viel besser spielen kann. Ja, bei mir ist jetzt der scheidende Sportdirektor Helmut Schulte. Helmut Schulte, was sagen Sie zur ersten Halbzeit, die sehr intensiv war für Ihre Mannschaft? Aus unserer Sicht absolut unbefriedigend, auch wenn man feststellen muss, dass wir natürlich eine sehr, sehr junge Mannschaft hier heute auf dem Platz haben. Aber ich glaube, das hat jeder gesehen, das war zu wenig, um hier bestehen zu können. Wir können froh sein, dass es nur 0-1 aus unserer Sicht steht. Und wir werden uns steigern müssen, aber es steht 0-1. Ein Tor kann man aufholen und ich bin optimistisch, dass wir es auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit besser machen. Der Abschied des Präsidenten hat sich abgezeichnet. Ihr Abschied bei Rapid ist doch überraschend. Warum dieser Schritt? Ja, ich hatte mich zu entscheiden zwischen zwei sehr guten Optionen, sehr guten Möglichkeiten, eben hier zu bleiben und weiter dabei zu sein, wie was aufgebaut wird, wie was am Entstehen ist. Andererseits ist das natürlich verlockend, dann auch nach Deutschland zurückkehren zu können zum Verein wie Düsseldorf. Und ich habe es mir nicht leicht gemacht und im Verlaufe der Zeit, wo ich nachgedacht habe, ist es mir auch immer schwerer gefallen. Aber am Ende ist die Waage dann ein bisschen zu Düsseldorf tendiert und deswegen habe ich mich entschieden. Und ja, ich bin froh, dass die Entscheidung jetzt getroffen ist, aber es war sehr, sehr schwierig. Nach einem Jahr in Österreich, nach einem Jahr bei Rapid, wie sehen Sie die österreichische Bundesliga, das Niveau? Also ich glaube, sie wird teilweise viel zu schlecht geredet. Das ist mein Eindruck, teilweise auch von den eigenen Protagonisten. Es ist eine sehr ausgeglichene Liga. Natürlich sind nicht die Topspieler da drin. Aber wenn man sie natürlich vergleicht mit der Champions League oder der Deutschen Bundesliga oder der Premier League, dann ist es natürlich klar, dass man möglicherweise unzufrieden ist. Aber man sollte sich einfach daran erfreuen. Und da sind viele junge, gut ausgebildete Österreicher mittlerweile unterwegs. Und die werden ihren Weg gehen und hoffentlich lange genug in Österreich spielen, um dann vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Und das anzuschauen, finde ich ganz interessant und gut, aber wie gesagt, man muss eben realistisch das Niveau einschätzen und dann wird man auch viel zufriedener sein können, denke ich. Ja, und hier in Grödig wärmt mittlerweile unter anderem Louis Schaub auf. Wir werden sehen, ob Soran Barisic wechseln und entsprechend reagieren wird. Und eine Frage, Roman, ist natürlich auch, kann Grödig dieses sensationelle Tempo 90 Minuten durchspielen? Was glaubst du? Das wird natürlich nicht leicht, weil der Boden immer tiefer wird durch den starken Regen. Natürlich kostet das noch mehr Kraft. Wie gesagt, den Vorwurf, den sie machen müssen, ist, sie haben nur ein Tor erzielt. Daher ist die Partie noch offen. 1-0, die Führung der Grödiger, die jetzt gerade wieder aus dem Kabinengang herauskommen. Gegen Rapid in der Untersberg Arena, wo es nach wie vor regnet. Allerdings nicht mehr ganz so stark, vor allem der Wind hat etwas nachgelassen, der zu Beginn der ersten Hälfte noch heftig gegangen ist. Rapid wechselt, es kommt Louis Schaub mit der Nummer 21 und zwar für Dominik Widra. Der 18-jährige
das jüngste der drei Jungtalente bei Rapid, für ein anderes, für den 19-jährigen Dominik Widra, jetzt allerdings auf dem Spielfeld. Torschützen haben wir noch gesehen aus der ersten Hälfte. Schönes Tor. Man darf gespannt sein, wie Rapid jetzt reagiert. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Rapidler in dieser Saison einem Rückstand nachlaufen und das in der zweiten Halbzeit durchaus erfolgreich noch umdrehen können. Spielstand und auch Spielverlauf. Seit Anfang Oktober ist Rapid ungeschlagen, also 7 Pflichtspiele jetzt schon. Wäre doch bitter, wenn es ausgerechnet hier gegen den Aufsteiger zu Ende geht, diese Saison. Aber noch sind 45 Minuten Zeit, 45 spannende Minuten, die vor uns liegen. Zündl, der sehr viel auch zur Offensive beiträgt, spielt einen sehr modernen Außenverteidiger auf der linken Seite. Sorgt für viel Gefahr. Tommy. Und Start. Aber der arbeitet auch viel nach hinten, der Spanier. Tommy immer noch am Ball. Rimmel. Rödig bleibt, wie es ausschaut, bei dem Konzept schon weit vorne in der Hälfte der Rapid Vorchecking zu betreiben, Rapid früh unter Druck zu setzen. Fuß sind die einzigen Unsicherheiten zu erkennen bei Zizan Stankovic. Einmal bei einem Ausschuss, jetzt auch wieder bei diesem Pass. Ansonsten macht einen sehr zuverlässigen Eindruck auf der Linie der 21-jährige Zizan Stankovic im Tor der Grödiger. Bichler kehrt zurück zu Novota. Auf Salomon. Jetzt hat sich Ball einmal durchgesetzt. Gegen Philipp Husbeck leitet er mit den Konter ein. Überschaube über den neuen Mann von Rapid. Könnte jetzt schießen. Abgefälscht. Gute Möglichkeit für die Hütteldorfer. Nach genau 3 Minuten in der zweiten Hälfte. Louis Schaub bei seiner ersten Aktion. Ja, das war nicht ungefähr. In den Lauf von Taboga. Von dem ist der Ball in Richtung Innenstange abgefälscht worden. Nächste Möglichkeit geklärt von Philipp Zulechner, der hinten aushilft zum Eckball für Rapid. Position angezeigt von Guido Burgstaller. Tor zählt nicht, es bleibt bei der 1:0-Führung. Schauen wir noch einmal hin, das war der Eckball. Jetzt die Verlängerung per Kopf von Beuth und Burgstaller deutlich im Abseits. Richtig gesehen, auch keine Proteste von Seiten der Rapidler. Aber ein deutliches Lebenszeichen der Hütteldorfer zu Beginn der zweiten Hälfte. Schon die zweite Möglichkeit innerhalb von 4 Minuten.
Zulechner, der ist jetzt allein gegen vier Hütteldorfer, muss zurückspielen. Salomon, Zündel, Tommy, Heinzke, Foul von Benzos. Ganz voll ist das Stadion nicht. Etwas mehr als 3600 Zuschauer sind Rapid schon gekommen in die Untersberg Arena und grötig anfeuern. Ein Sektor, der gehört den Hütteldorfern. Vielleicht der ein oder andere sich auch durch das Wetter hier abschrecken lassen. Zu Spielbeginn bereits strömender Regen nach einem bis dahin schönen Tag. Czernek verliert den Ball an Sonnleitner. Tommy. Nachher kommt dann Mario Sonnleitner nicht vorbei, der mit seinen 237 Bundesligaspielen jede Menge Erfahrung hat. Aber er ist wieder Rapid. Links wäre viel Platz gewesen für Starkel, der war ganz frei. Und Beutenball etwas zu lange behalten. Schaub. Sehr schön gespielt auf Bezos. In der Mitte wieder Beut. Aber der Versuch zählt. Kann man schon machen. Aufsitzer, nasser Boden. Weil es Abspielalternativen gegeben hätte. Zwei Stück an der Zahl. Gianni. Tommy. Ja, diesmal Abseitsposition von den Grödigern. Die Entscheidung dürfte richtig gewesen sein. Man sieht es ja nicht ganz genau, wie weit Bichler vorne steht, aber der Schiedsrichterassistent immer auf Höhe des letzten Verteidigers. Das heißt, der sieht es ganz genau von seiner Perspektive. Rapid wieder über Schaub. Schaub hat viel Initiative übernommen in der zweiten Hälfte mit seiner Einwechslung. Auch schon für Gefahr gesorgt. Jetzt aber wieder Grödig über Husbeck. Botsmann. Ah, mit Ballglück gegen Bichler. Und Sonnleitner klärt schlussendlich die nächste Möglichkeit der Grödiger, bevor sie so richtig brenzlig wird. Starkel. Burgstaller etwas zu weit. Auch der hat Ballglück. Einwurf Rapid. Da ist man wirklich ganz nah an den Fans hier im Stadion. Die Outlinie und dann sind es kaum 2 Meter bis zur ersten Reihe. In dem Fall Stehplatz. Korrekter Einsatz von drin. Das Duell hat er schon ein paar Mal gewonnen. Aber dann trifft er den Ball nicht recht. Ja, schön gemacht. Der Haken nach innen. Will aufs kurze Eck schießen, aber das macht Novo dazu. Oder sind sie schon wieder die Grödiger? Und Aurera
fast mit seiner Spezialität zur Stelle gewesen. Philipp Zulechner per Kopf. 10 Saisontreffer, 5 davon, die Hälfte hat er mit dem Kopf erzielt. Und das sind genau die Grödiger Situationen. Schneller Angriff über die Flügel, bevor sich die gegnerische Abwehr noch so richtig formieren kann. Hoher Ball in die Mitte. Und da lauert meistens eher der 23-Jährige. Zweiter ist er in der Torschützenliste. Gemeinsam mit Alan, nur Soriano hat öfter getroffen als Philipp Zulechner. Seine Einwechslung jetzt auf der rechten Seite. Burgstaller, Beuth und Stackel bilden die vorderste Linie, wobei Stackel jetzt über links kommt. Petzos schickt Beuth auf die Reise, der allerdings nicht ankommt. Botzmann. Auch spielerisch stark der rechte Außenverteidiger der Grödiger, Marvin Botzmann, erst 19 Jahre alt. Sein Vertrag in Mattersburg ist ausgelaufen im vergangenen Sommer. Den hat man nicht verlängert, den hat er nicht verlängert, ist zu Grödig gewechselt. Dort hat seinen Platz gefunden. Als rechter Außenverteidiger. Foul von Palla. Aber schon vorher abgepfiffen. In dem Zweikampf von Behrendt gegen Leitgeb. Da ist er wieder. Potzmann aufgerückt. Aber der war schon über der Linie. Kapitän beruhigt, ruhig bleiben, eine Hektik aufkommen lassen. Der klare Chef in dieser Mannschaft, Jone Cabrera, 28-jähriger Spanier, der hat durchaus Erfahrung, auch was mit Verletzungen betrifft, war heuer schon 2 Monate außer Gefecht nach einer Adduktorenverletzung. Petzos. Stackel. Ja, 1 gegen 1, das ist seine große Stärke. Mit Ball am Fuß ist er stark. Dominik Stackel, der 20-Jährige, im Frühjahr von den Amateuren aufgerückt ist in die Kampfmannschaft. Mit zwei Stationen und da ist plötzlich viel Platz, da die Möglichkeit zum Schuss.
auch wenn der daneben geht. Das waren vier Stationen, wo Grödig jetzt aus der eigenen Hälfte von der rechten Seite über den linken Flügel zu einer Möglichkeit gekommen ist. Einfach unspektakulär, geradlinig, funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut bei den Salzburgern. Tight gap. Speck. Technische Unsauberheit bei Terence Boyd und sofort ist der Ball wieder weg. Das Pressing der Grödiger erlaubt keine Fehler. Die Spieler des SV Grödig. Jetzt Rapid über Beuth. Springt ihm der Ball vom Fuß. Viele kleine technische Fehler bei Terence Beuth heute zu bemerken. Grödig ist spritziger. Das musste man erwarten nach der Belastung, die Rapid hat im Vergleich zu Grödig. Aber es ist doch deutlich zu sehen. Wieder Eckball für Grödig. Rapid hatte in den vergangenen Wochen im Schnitt alle 3,5 Tage ein Match. Das heißt 6 Spiele in 22 Tagen. Bei Grödig ist es halb so viel. 7,5 Tage liegen im Schnitt zwischen den einzelnen Spielen. Das heißt 6 Spiele in 44 Tagen. Das ist deutlich weniger Energieaufwand. Und diese Energie setzen die Grödiger heute sehr gezielt ein. Salamon und Novotta. Ein fauler Anpaller. Guter Einsatz zunächst, dann entschuldigt sich Tommy. Der Bösewicht in dem Fall. Da ist er wieder. Tommy, der Torschütze. Schöner Pass auf Zulechner, aber er ist einen Schritt zu weit vorne im Abseits. Ja, und auch die Entscheidung hier schön zu sehen. Vollkommen richtig. Schön gemacht von Trippel auf. Schau. Über eine Stunde schon gespielt, sind in der 64. Spielminute und immer noch führt SV Grödig gegen Rapid mit 1:0. Louis Schaub hat Schwung ins Spiel der Hütteldorfer gebracht. Es ist Rapid bis jetzt zumindest gelungen, sich etwas besser von dieser Einschnürung, von dem Powerplay der Grödiger zu befreien, selbst Chancen zu erarbeiten, den Ball auch weiter vorne zu halten, weiter vorne hinzubringen. Aber die richtig guten, großen Chancen, die fehlen nach wie vor. Botzmann. Thank you.
Manager der Grödiger auf der Tribüne nach wie vor gespannt mitfiebert und jeden Grund zur Freude hat über den Zwischenstand. Währenddessen hat es jetzt auch bei Rapid schon einen Nachfolgekandidaten gegeben, der bekannt gegeben worden ist als Nachfolger von Rudolf Edlinger, als Rapid-Präsident. Das Wahlkomitee hat am Freitag Michael Kramer vorgeschlagen, den ehemaligen Orange-Geschäftsführer mit seinem Team. Wieder attackiert, Baller. Ja, und das ist gefährlich. Bichler macht den Fehler. Zurechter macht das Tor. 2:0. Elftes Tor von Philipp Zurechter in seinem 15. Bundesligaspiel. Diesmal mit dem Fuß. Genau da macht sich dieses Vorchecking bezahlt. Wieder ist es der kleine Fehler. Bichler nimmt den Ball zu schlampig an. Der springt ihm einen halben Meter nur weg. Schon ist Domit da. Gescheckt, abgebrüht. Schaut auf, sieht zu Lechner. Der braucht den Ball nur mehr über die Linie drücken. 2:0 für den SV Grödig. Noch 1 Stunde und 7 Minuten. Also für Philipp Zurechter muss das ein großartiges Jahr sein, ein großartiges Gefühl sein. 23 Jahre alt, die erste Saison in der Bundesliga und schon 11 Tore am Konto. Die erste Einberufung ins Nationalteam, die hat er sich wirklich verdient. Er trifft mit einer ungeheuren Regelmäßigkeit. Ist schnell, technisch stark. Der hat eine gut funktionierende Mannschaft hinter sich. Wenn dieses Tor auch den Ursprung in einem individuellen Fehler eines Rapid-Abwehrspielers, in dem Fall von Bichler, zur Folge hat. Da kommen sie wieder, die Grödiger. Salomon, aber der steht im Abseits. Der Angriff vorzeitig zu Ende. Auch das eine knappe Entscheidung. Zwei Tore hier in der Untersberg Arena. Alle Tore dieser Runde, die sehen Sie selbstverständlich heute in Sport am Sonntag. Alles Fußball ab 18.30 Uhr in ORF 1. In Sport am Sonntag dann auch David Alaba zu Gast, Anna Fenninger zu Gast, also die beiden Sportler, der Sportler und die Sportlerin des Jahres in Österreich. Anna Fenninger in einer Außenstelle, David Alaba im Studio. Und jetzt bekommt Bichler zu einem Überdruss auch noch die gelbe Karte, die bei ihm zur Folge hat, dass er in der nächsten Runde gesperrt ist. Fünfte gelbe für ihn, für Harald Bichler. Übrigens die erste gelbe Karte in dieser Begegnung. Das in der 70. Minute. Freistoß für Grödig. Wieder Tommy. Oh!
Das waren jetzt sicher 30 Meter, aus denen der Spanier den Ball an die Latte geknallt hat. Super Freistoß. Potzmann. Einsatz stimmt nach wie vor bei den Grönigern. Hohes Tempo. Und die nächste gelbe Karte gegen Bezos. Zoran Barisic bereitet in der Zwischenzeit den nächsten Wechsel vor. Grozurek hat sich aufgewärmt, macht sich dann schon langsam bereit, ins Spiel zu kommen. Zeit bleibt den Hütteldorfern jetzt nicht mehr. Wir sind in der 72. Minute. Die Mannschaft von Adi Hütter führt mit 2:0. Das Duell der Trainer Hütter gegen Barisic als Spieler hat übrigens zur aktiven Zeit auch Adi Hütter gewonnen mit 6 Siegen. Nur zweimal hat Barisic gewinnen können bei einem Match, bei dem auf der anderen Seite Adi Hütter gespielt hat. Bezos, Schaub, schön, Bezos, Terence Boyd. Wieder Bezos. Trimme, aber kein Abnehmer da. Strabin zum ersten Mal seit langem etwas länger im Ballbesitz. Bezos. Boyd. Terence Boyd hat sich in diesem Spiel nie wirklich durchsetzen können. Die Belastung der letzten Zeit war ihm durchaus anzumerken. Jetzt ist die Partie für ihn zu Ende. Boyd muss raus und macht Platz für Grozurek. Spiel Österreich gegen die USA. Da sehen wir ihn möglicherweise auf der Seite der USA. Terence Boyd am 19. November. Das ist Freundschaftsspiel. Jetzt aber Rapid mit der Chance und dem Treffer. Dominik Starkl erzielt seinen 2. Bundesliga-Treffer. Der Anschlusstreffer und das knapp vor Beginn der Rapid-Viertelstunde in Minute 74. Trifft Dominik Starkl zum 2:1. Seinem 3. Einsatz heuer. Sein erstes Tor. Ein wichtiges Tor, möglicherweise, denn jetzt könnte Rapid noch einmal seine richtige Schlussoffensive starten und dieses Spiel noch einmal ordentlich spannend gestalten. Kein Fall.
Sehen wir es noch einmal. Burgstaller mit der Vorlage. Und das hat Stakel wirklich schön gemacht. Was ich zuerst gesagt habe, am Ball, da ist er stark. Technisch sehr, sehr versiert. Lässt dann zweigrötig aussteigen. Und macht es wirklich hervorragend. Jetzt noch eine Viertelstunde. Interessant ist, dass SV Grötig jene Mannschaft ist in der Bundesliga, die bisher in der Rapid-Viertelstunde die meisten Tore erzielt hat, nämlich 9 an der Zahl. Rapid in der Rapid-Viertelstunde an zweiter Stelle mit insgesamt 7 Treffern. Könnte also wirklich ganz eine interessante Schlussphase werden. Mit der großen Frage, wie viel Kraft, wie viel Spritzigkeit ist bei Grödig jetzt ab nach mehr als 76 Minuten noch übrig. Tommy. Der Ballverlust bei Rapid zu Lechner. Der Einladung zum Doppelpass. Weit gelb auf zu Lechner. Kein Abseits, immer noch zu Lechner, zu Lechner! Und dann rutschen gleich 3 Rapidler in diese Möglichkeit hinein. Trimmel hat im Endeffekt geklärt. Nächste Riesenchance. Das wäre wohl die Entscheidung gewesen. 12,5 Minuten vor dem Ende. Ja, zunächst Sonnleitner, der den Ball mit der Ferse nicht mehr richtig erwischt. Dann lässt er sich vielleicht um eine Spur zu lang Zeit. Gut reagiert von Trimmel und Baller, die rechtzeitig zurückkommen. Bleibt beim 2:1. Könnte es vielleicht doch noch etwas werden mit dem 400. Pflichtspieleinsatz für Rapid von Steffen Hofmann. Er macht sich bereit, an der Outlinie ins Spiel zu kommen. Seine Erfahrung, seine Routine, die ist natürlich viel wert. Freistoß für die Grödiger nach diesem Foul an Peter Czernik. Vorher wird es allerdings noch einen Wechsel geben. Und zwar noch nicht Steffen Hofmann, der ist allerdings auch schon ausgezogen, bereit an der Outlinie. Der wird vielleicht auch gleich ins Spiel kommen. Allerdings wird auch Grödig wechseln. Beide scheinen aber diesen Freistoß noch abzuwarten. Wieder Tommy, der schon einen Freistoß an die Querlatte gehämmert hat, aber diesmal schießt nicht er, sondern Mario Leitke. Es wäre wieder Gelegenheit da zum Wechsel. Der wird auch angezeigt.
Bei Rapid geht Guido Burgstaller, für ihn kommt Steffen Hofmann jetzt ins Spiel und damit gratulieren wir dem Rapid-Kapitän zu seinem 400. Pflichtspiel-Einsatz für Rapid. 323 davon in der Bundesliga, 20 im Cup, 56 im Europacup. Nächste Chance, Zulechner! Und wieder lässt er sie aus. Einmal hat er getroffen, zwei Riesenmöglichkeiten hat er jetzt nicht gemacht, Philipp Zulechner. Der jetzt ebenfalls das Feld räumen muss. Ein Tor hat er erzielt, seinen Schnitt weiter erhöht. Das 2:0 in der 67. Minute erzielt und für ihn kommt jetzt Tadej Drdina aus Slowenien, ein 25-jähriger Stürmer, der auch schon zweimal getroffen hat in dieser Saison. Zweimal in der Meisterschaft, aber vor allem viermal im Cup. Vier Spiele, vier Tore. Der Cup-Spezialist jetzt auch in der Bundesliga dran. Neun Minuten. 2:1. Hauchdünn die Führung und die Chance jetzt für Rapid. Über Stackel. Der Torschütze zum Anschlusstreffer. Kommt diesmal nicht vorbei an Leitke. Was ist er, der neue Mann? Foul angezeigt vom Schiedsrichterassistent. Hält ihn da zurück. Ein Slowenen, der heuer aus Kalsdorf gekommen ist, nach Grödig. Domi. Schön gemacht. Salomon. Janek. Kriegt den Ball nicht mehr rüber zu Philipp Husbeck, der hätte da gelauert auf der rechten Seite. War wieder die Grödiger, über Tommy. Tommy gegen Trimmel. Und der Hütteldorfer bleibt Sieger in diesem Duell. Stackel versucht es allein, bleibt hängen, damit die Chance jetzt zum Konter für Grödig über Cabrera. Ah, der war zu ungenau abgespielt auf Drdina. Hier noch einmal Zulechner mit seiner letzten Möglichkeit, wieder ein bisschen zu schwach. Dann ist er richtig unter den Ball gekommen, wollte den drüber heben über Novota. Spiel geht schon wieder weiter. Hofmann. Schaub. Schaub. Immer noch Schaub und jetzt gibt es Elfmeter. Elfmeter für Rapid in der 84. Minute nach dieser Solo-Aktion von Louis Schaub. Und jetzt bekommt Steffen Hofmann die Chance, in seinem Jubiläumsspiel sogar noch einen Treffer zu erzielen. Hier sehen wir es noch einmal. Schaub mit dem Solo. Ah ja. Und dann geht es ganz klar gegen seine Beine. Klare Entscheidung. Hofmann gegen Stankovic. Routine gegen das Tormann-Talent. Zwei in der 85. Minute durch diesen Elfmeter von Steffen Hofmann. Und wieder schaut so aus, als ob Rapid ein Spiel in der zweiten Hälfte drehen könnte.
Nach einer 2:0-Führung für die Grödiger im eigenen Stadion. Jetzt 5 Minuten vor dem Ende. 2:2. Und Nobota. Es ist für Steffen Hofmann insgesamt das 86. Tor in seiner Bundesliga-Karriere. Sein 4. Treffer heuer. Spielt sicher nicht seine beste Saison bis jetzt, Steffen Hofmann, der Rapid-Kapitän. Aber jetzt hat er wieder mal gezeigt, wie wertvoll er mit seiner ganzen Erfahrung und Ruhe ist. Mit seinem starken rechten Fuß bei Standardsituationen. Ein sicherer Elfmeterschütze. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig in solchen engen Situationen. So, jetzt geht ein Torschütze der Grödiger. Tommy hinaus und Dieter Elsneck kommt ins Spiel. Auch schon ein Torschütze des Monats. Beim Länderspiel Österreich gegen USA wird übrigens derjenige, der das Tor des Monats richtig erraten hat und gewonnen hat, ebenfalls mit 2 VIP-Tickets mit dabei sein. So, was wird da draus? Sonnleitner rettet und Nowotny klärt. Dreieinhalb Minuten jetzt. Kriegen die Grödiger noch eine Chance, vielleicht doch noch einmal in Führung zu gehen? Oder schafft Rapid noch einen Treffer und damit, obwohl es gar nicht so ausgeschaut hat, doch noch einen Sieg hier in Grödiger? Alles möglich, alles möglich. Stankovic. Jetzt geht Baller mit. Mal kurz geklärt. Von Philipp Husbeck. Salamon. Rechts Czernik frei. Bekommt den Ball. Botsmann. Und Behrendt. Bezos. Ah, Fehlpass von Hofmann. Exneck. Stehen die Rapid tief. Räume ganz eng vor dem eigenen Strafraum. Und gut attackiert. Gut attackiert. Foul jetzt an Schaub. Damit wieder ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen für die Hütteldorf. Noch 1,5 Minuten in der regulären Spielzeit. 2:2. Sicht wäre es mal wieder Zeit gewesen für einen Heimsieg. Der letzte war Mitte August gegen den WAC, der 4:3 Erfolg. Seitdem hat es nicht mehr geklappt im eigenen Stadion mit 3 Punkten. Heute hat es lange danach ausgeschaut. Im Moment riecht es eher nach Unentschieden in der Untersberger Arena. 1 Minute noch regulär und die Grödiger bekommen noch einen Freistoß. Kleine Draufgabe wird es auf jeden Fall noch geben. Nachspielzeit. Jetzt geht es noch 30 Sekunden in der Regulär. Freistoß Salamon. Der Boger, selbst in seiner Jugend im Rapid-Nachwuchs gespielt hat.
Sturmgruf Rapid. Reguläre Spielzeit jetzt zu Ende und es gibt noch 3 Minuten Nachspielzeit. 3 Minuten Zeit, in denen alles passieren kann. Hofmann auf Baller. Ah, und der verliert wieder den Ball. Das ist nicht das erste Mal in diesem Spiel. Salomon. Oh, da wäre Trdina zur Stelle gewesen. Aber gut, aufgepasst. Einmal mehr von Trimmel. Der die Kapitänschleife jetzt natürlich abgegeben hat an Steffen Hoffmann. Da ist er wieder. Einwurf Grödig. Erste Minute der Nachspielzeit vorbei. Da sehen wir noch einmal die Chance. Salomon in vollem Lauf mit einer guten Flanke. Aber aufmerksam beide Innenverteidiger hier gut positioniert bei Rapid. Trotzurek. Wieder Schaub im Strafraum, das ist immer gefährlich. Trdina, kein Foul, Spiel geht weiter. 3 gegen 3. Jetzt 4 gegen 4. Aber schlechter Pass auf Elsneck. Da wäre mehr drinnen gewesen, auch über die rechte Seite. Da ist Husbeck mitgegangen. Aber jetzt sind natürlich auch bei den Grödigern die Kräfte dann schon langsam am Ende. Nach mehr als 90 Minuten Full-Power-Fußball in der Untersberger Arena. Eine Minute noch. Wieder Elsnick. Schöner Haken. Botzmann. Ups. Ein Flipperschuss, dreimal abgefälscht. Und noch einmal Eckball. Jetzt wäre eigentlich aus Grödigers Sicht ein guter Zeitpunkt für das erste Tor nach einem Eckball in der Bundesliga. Salomon richtet sich den Ball für vielleicht die letzte Chance in diesem Match. Na, wird wieder nichts. Da liegen zwei am Boden. Zusammenstoß zwischen Novota und einem Grödiger. Der Boga ist das. Noch einmal genau. Novota und Taboga und da sind sie mit den Köpfen zusammengestoßen. Ja. Dominik Taboga dürfte es da etwas böser erwischt haben als Novota, aber der ist natürlich aus vollem Lauf herausgekommen, zunächst mit den Fäusten und hat dann mit seinem Kopf der Boga mitgenommen. Auch er steht wieder. Alles freundschaftlich, jeder weiß, dass da niemand was dafür kann. Oh, jetzt ist natürlich die Nachspielzeit noch einmal verlängert worden. Wir sind jetzt schon in der 95. Minute. Und es geht weiter mit einem Schiedsrichter. Ball noch einmal bei den Grödigern. Gibt's noch eine Chance? Nein, jetzt ist diese Partie zu Ende. SV Grödig gegen Rapid endet 2:2. Und so richtig weiß auch Christian Haas nicht, ob er jetzt glücklich sein soll oder nicht. Man hat einen Punkt geholt, immerhin zu Hause gegen Rapid. Aber es wäre doch wesentlich, wesentlich mehr drinnen gewesen. Vor allem, wenn man die Chancen, die da waren, mehr in der ersten als in der zweiten Hälfte ausgenutzt hätte. Auch in der zweiten Hälfte hat Philipp Zulechner noch zwei riesige Möglichkeiten
vergeben. Steffen Hoffmann hat im 400. Pflichtspiel für Rapid sein Tor durch einen Elfmeter erzielt. Domi in der 14. Zulechne, in der 67. und dann Starkel und Hoffmann, die Torschützen dieser Partie. Punkteteilung Rapid weiter ungeschlagen. Grötig weiter ohne Heimsieg seit längerer Zeit. Das war's von mir. Weiter geht's bei Christopher Böhl und den ersten Stimmen zu diesem Spiel. Bei mir ist der Philipp Zulechner. Philipp, ja, ein unglückliches Unentschieden aus Ihrer Sicht. Was hat dazu geführt heute? Ja, ich denke, dass wir das Spiel total dominiert haben. Ich weiß die Statistiken nicht, was die Torschüsse angeht, aber jeder, der das Spiel gesehen hat, wird, denke ich, mir zustimmen. Ja, gescheitert hat es an der Torschance. Ich meine, wenn meine Chance da zweimal auf der Linie nicht rauskratzt wird, gewinnen wir es. Wie tut das nach so einem Spiel? Ja, jetzt ziemlich weh, aber ja, man kann es jetzt eh nicht mehr ändern, man muss auf und weiter schauen und ja, weiter geht's. Das Spiel, das wir heute hier erlebt haben in Grödig, allerdings keinen Sieger haben wir gesehen. Roman, du hast mich vor dem Spiel sofort overruled, als ich von Grödiger Heimschwäche gesprochen habe. Jetzt haben sie wieder nicht gewonnen, aber Schwäche ist ein völlig falscher Ausdruck eigentlich für das, was man da sieht. Aber warum gewinnen sie nicht? Ja, haben wir gesehen. Die Chancenauswertung zum einen, zum anderen etwas zu sorglos in der Verteidigung dann. Aber auch, das muss man auch sehen, ist kein Zufall, Rapid dreht wieder eine Partie. Ja, wieder 2-0 hinten, heute unterlegen gewesen. Aber sie haben auch immer einen Plan, versuchen weiter, glauben an ihre Chance und es zahlt sich dann im Endeffekt aus. Aber heute war es schon so, dass sich die Grödiger natürlich 3 Punkte verdient hätten. War die spielerische Leistung der Grödiger heute außergewöhnlich? Ja, also wenn man Fußballfan ist, muss einem das Spiel der Grödiger heute ganz einfach faszinieren. Also mich hat es unglaublich gefreut und gefesselt, wie die Fußball spielen. Vielleicht das Einzige, es wäre besser gewesen, zweite Halbzeit vielleicht ein bisschen einmal vom Gas runtergehen. Ein bisschen einmal auf die Tempobremse drücken und den Ball ein bisschen sichern. Aber die haben ja nur eine Richtung gekannt. Die sind immer marschiert. Und daher waren viele Torschüsse dabei für die Heimmannschaft. Und die Führung nach 14 Minuten durch Tomi hochverdient, 1-0. Das war der Treffer, den wir schon in der ersten Hälfte gesehen haben. Stellvertretend für das ganze Spiel, wie schnell sie gespielt haben über die Flanken, über rechts. Hüsbeck hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Wie alle, aber den möchte ich noch hervorheben, der war ganz stark. Ja, und der Torschütze der Grödiger zum 1-0, der steht bei Christopher Pöhl. Hier sehen wir noch einmal diesen schönen Treffer. Bitte, Christopher. Tommy, Correa, alles nach Plan in der ersten Halbzeit. Was ist in der zweiten passiert? Ja, es Rapid kommt ein bisschen mehr Druck nach vorne und wir probieren ein bisschen Konterspiele, aber ja, ich glaube, heute war eine bessere Mannschaft auf dem Platz. Ganzes Spiel und ja, Rapid hat diese Qualität, 2 Chancen, 2 Tore, genug von ihm. Das war eine der besten ersten Halbzeiten des SV Grödig in der Bundesliga. Das war wahrscheinlich Ihr bestes Spielinteresse der Grödiger, oder? Ja, meine Meinung ist das beste Spiel für mich, beste Spiel für mich persönlich in Grödig. Und die Mannschaft war, viele Spiele waren sehr gute Spiele. Heute war es sehr gut, aber weiter. Ja, Stichwort perfekt, denn der Trainer des Aufsteigers, Adi Hütter, ist gerade zu uns gekommen. Ich gratuliere. Darf ich vielleicht zur allerbesten Spielhälfte, nämlich die ersten 45 Minuten, zur allerbesten Spielhälfte in der Bundesliga-Karriere des SV Grödig gratulieren? Ich glaube, dass wir schon viele tolle Spiele gemacht haben in dieser Saison. Ich kann der Mannschaft nur gratulieren, leider nur zu einem Punkt heute, aber mit einer unglaublich tollen Leistung. Ich glaube, dass wir Rapid über langen Zeitraum beherrscht haben. Die vielen Tormöglichkeiten, die wir gehabt haben, haben wir leider, oder für den großen Aufwand, den wir betrieben haben, zu wenig Ertrag gehabt. Aber es war eine tolle Leistung, ein Spiel, wo der Aufsteiger gegen den Rekordmeister leider nur mit einem Punkt nach Hause geht. Roman hat es gesagt, da hat es nur eine Richtung gegeben heute. Nach vorne, schnelles, direktes, großartiges Spiel. Ein bisschen Tempo rausnehmen, ist nicht der Plan. Zwischendurch einmal zur Ruhe kommen. Du hast aber einen Ziergang gemacht, ne? Naja, nochmal, wir wollten einfach Rapid überholen. Und wenn man Rapid schlagen will, dann genügt eine gute Leistung nicht. Da braucht man eine sehr gute Leistung. Und was ich in der ersten Halbzeit gesehen habe, das hat mich schon sehr imponiert, wie meine Mannschaft heute hier aufgetreten ist. Was nicht nur jetzt das Spiel nach vorne gezeigt hat, sondern auch, was wir gemacht haben, wenn wir den Ball verloren haben. Dass wir versucht haben, schnelle Ballrückeroberungen. Wenn ich das zweite Tor sehe, das ist die Belohnung eigentlich von vielen
Wegen, die vielleicht manchmal umsonst sind, wo dann der Fehlpass kommt oder beziehungsweise die Balleroberung, das zweite Tor. Es ist wirklich am heutigen Tag sehr, sehr schade, dass wir für diesen Aufwand nur einen Punkt mitnehmen können. Aber trotzdem, ich bin stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Schauen wir uns gemeinsam den zweiten Treffer an, Roman. Unglaublich, irgendwann hat es passieren müssen, ja, aufgrund des Pressings. Die ganze Zeit war unglaublich. Und dann auch noch die Übersicht und dann nimmt ihn noch einmal mit in der Aktion. Und so zu diesem Zeitpunkt hochverdient, hochverdient. Also es war wunderschön anzuschauen, wie sie immer wieder presst haben. Der Andi, sagst richtig, es sind oft Wege, ja, die oft wehtun und auch unnötig sind. Aber hier zahlt sich dann aus. So haben sie die ganze Zeit gespielt eigentlich. Darum meine ich, vielleicht beim Stand von 2-0 wäre es vielleicht ein bisschen gescheiter gewesen, ein bisschen Tempo rausnehmen und ein bisschen die Grünen mehr rennen lassen, vielleicht ein bisschen mehr in die Breite. Die haben immer nur noch vorgespielt, in die Spitze und gehen wir im Sprint. Ja. Und es hat wirklich Spaß gemacht zuzusehen, aber jetzt ärgert sie es, dass es eben nicht der Sieg geworden ist, oder ist die Freude über diese tolle Leistung auch gleich groß zumindest? Es geht um die Punkte letztendlich, klar, ist schwierig. Klar, aber in erster Linie bin ich enttäuscht, dass wir aus dieser starken Leistung einen Punkt mitnehmen. Wie Sie schon gesagt haben, ich finde, dass es speziell das beste Heimspiel in dieser Saison war. Aber stolz bin ich natürlich auf das Auftreten unserer Mannschaft, denn ich habe, wie ich schon vorher erwähnt habe, eine Mannschaft gesehen, die immer wieder versucht hat, nach vorne zu spielen. Natürlich, Roman hat schon recht, manchmal vielleicht auch in die Breite zu spielen. Aber es ist auch immer wieder die Gefahr, dass man den Ball verliert und Rapid schon, ich glaube, mit der Einwechslung von Schaub, der einfach der Mannschaft sehr gut getan hat, hat Umschwung gebracht. Aber über 90 Minuten gesehen, denke ich, waren wir klar die bessere Mannschaft. Und auf das bin ich trotzdem sehr stolz auf die Leistung. Ganz kurz noch, wie sehr freut Sie oder macht Sie auch stolz die Nationalteam-Einberufung von Philipp Zulechner? Sehr stolz deswegen, weil, glaube ich, auch ein persönlicher Traum in Erfüllung gegangen ist. Wir können uns selber, glaube ich, gut erinnern, wo wir das erste Mal dabei waren. Er hat sich's verdient. Er ist mit 10 Toren heute das 11. Tor, der beste österreichische Torschütze momentan hinter Soriano und Alan. Und wie er arbeitet für die Mannschaft, verdient er sich einfach da mal dabei. Danke. Ja, und wir können uns noch ein paar Szenen ansehen. Da waren viele, der Grödiger, Philipp Zulechner, der Angesprochene, hatte auch jede Menge, vor allem dann eben in dieser zweiten Spielhälfte. Super Aktion hier, die wir auch in der Analyse noch einmal ganz kurz zerlegen können, diese Flanke und der Kopfball an die Latte. Genau, was sie so stark gemacht haben im Mittelfeld, wie sie schon früh drauf waren, wie sie die Ballfehler der Rapidler dann sofort blitzartig ausgenutzt haben. Hier kommt dann der leichter Ballverlust von Beuthen, ist nicht viel gelungen, aber sie sind wieder dran. Cabrera ist es, jetzt schwerer Fehler von Baller, der den Raum aufmacht. Bichler muss rausrücken und gleich aus dem Lauf direkt mit dem ersten Kontakt Husbeck mit der Stange. Dadurch, dass Bichler rausrückt auf die rechte Seite, haben wir drinnen diese Überzahlsituation jetzt. Sonnleitner, für ihn war es dann schwer. Ja, wunderschöne Flanke Richtung zweite Stange. Perfekter Konter dann gewesen. Ja, und eine Szene vielleicht noch, der Grödiger, die auch zeigt, wie schnell es da oft gegangen ist, nach der Balleroberung sofort nach vorne und gefährlich vor das Tor. Das sehen wir in der nächsten Szene. Das Ganze, ja, war noch vor dem 2-0. Freistoß und dann mit einmal berühren geht's dahin. Sensationell, wirklich. Also mit ganz wenig Kontakten kommen sie vor das Tor. Ich glaube, Tommy steigt hier über den Ball, der hätte ihn vielleicht direkt nehmen können und ins Kurze platteln können. Er hat sich da dafür entschieden, ich glaube, Zulechner hinter ihm ins Spiel zu bringen. Das haben die Rapidler dann überzuckert. Den hätte er vielleicht nehmen können. Aber die Aktion selbst, das war ganz gekennzeichnet heute für dieses Spiel, bezeichnend für dieses Spiel. Aber dann kommt eben Rapid. Schaub hat viel Schwung gebracht, das hat Adi Hütter bestätigt. Und das 1-2 nach 74 Minuten bringt die Grün-Weißen zurück. Davor noch ein Lattenfreistoß für Grüdig, aber das Tor macht Rapid. Ja, aber muss man sagen, dass sich Stackel hier im 16 Meter toll durchsetzt. Blende Übersicht, bisschen Glück auch dabei. Aber das meine ich, da sind sie etwas, hat ein bisschen tollpatschig ausgesehen alles. Da waren sie etwas zu sorglos in der Defensive. Und Rapid hat dann die paar Fehler, die sie gemacht haben, eiskalt ausgenutzt heute. Ja, Stakel macht hier sein Bundesliga-Premierentor und nicht nur das. Rapid gleicht dann sogar aus. Elfmeter-Foul an Louis Schaub. Auch diese Szene sehen wir noch einmal. Alles klar, da gibt es, glaube ich, nichts zu diskutieren und nichts wegzureden. Ja, genau. Da ist Schaub, wenn eben 16 Meter, dann ist es natürlich auch schwierig dann für die Verteidiger, weil immer 11 Meter gefahren ist mit seiner Technik, mit seinen kurzen Haken, das sieht man hier. So gesehen hat Zoran Barisic dann auch alles richtig gemacht, er hat Schaub gebracht, er hat den Steffen Hofmann gemacht, der den Elfer dann verwertet. Also. Ja, hier noch einmal das Foul und dann im Anschluss der Elfmeter, den Steffen Hofmann ganz sicher verwertet. Glücklicher Punkt für Rapid hier in Salzburg und wir hören den Torschützen zum Ausgleich im Gespräch mit Christopher Pöhl. Ja, Steffen Hofmann, jetzt können wir gratulieren zum 400. Einsatz in einem Pflichtspiel für Rapid und zum wichtigen Ausgleich. Ja, danke. Ich glaube, der Ausgleich war enorm wichtig für uns.
Hat vielleicht das Ergebnis heute nicht ganz zum Spiel gepasst, aber wir haben nicht aufgegeben und haben Gott sei Dank zumindest einen Punkt mitgenommen. Was war in der ersten Halbzeit? Warum hat Ihre Mannschaft nicht den Druck erzeugen können, der notwendig war, der dann mit dem ersten Tor gekommen ist? Ja, war schwierig. Ich denke aber auch, dass Grödig das sehr gut gemacht hat hier auf dem Platz und wir nicht genau wussten, wie wir da agieren sollen und oft falsche Entscheidungen getroffen haben. Da haben wir ganz schlecht ausgeschaut, aber im Endeffekt zählt der eine Punkt, den wir von hier mitnehmen und damit können wir heute nach dem Spiel wahrscheinlich zufrieden sein. Und Sie haben heute Ihren Auftrag erfüllt. Eingewechselt, Tor geschossen, 2-2. Oh ja, war wichtig, dass wir den Punkt mitnehmen. Wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, ist es natürlich schön, aber das Entscheidende ist, dass wir nicht verloren haben und jetzt in die Länderspielpause gehen. Ja, Rapid-Trainer Zoran Barisic, ein 2-2, dass Sie zufrieden stimmt heute? Zufrieden vom Resultat. Ja, ich muss Grödig gratulieren zu ihrer Leistung. Ja, und meiner Mannschaft muss ich gratulieren zum Punktegewinn, denn das Positive an dem Spiel war, dass wir nach so einer ersten Halbzeit, wo wir überhaupt nicht ins Spiel gefunden haben, trotzdem an uns geglaubt haben. Und ich glaube, es hat nicht viele Leute gegeben, die auf uns irgendetwas gesetzt hätten oder haben, selbst nach dem 0-2. Und spricht aber für die Qualität meiner Mannschaft, dass sie nicht aufhört, an sich zu glauben. Und bin froh, dass uns das Unentschieden dann schlussendlich geglückt ist. Warum hat es heute das Tor gebraucht, damit Ihre Mannschaft sozusagen die zweite Luft bekommt? Was die Müdigkeit, die Anstrengungen der letzten Wochen? Mit Sicherheit schon. Wenn ich mir aber dann die zweite Halbzeit anschaue, wo wir physisch auch noch zugelegt haben oder zulegen haben können, dann wiederum nicht. Vielleicht ist es, wie gesagt, ein mentales Problem, aber man muss schon Grödig gratulieren. Vor allem zur ersten Halbzeit. Sie haben uns dominiert und haben irrsinnig viele Standardsituationen gehabt und haben uns eigentlich überhaupt keinen Spielraum lassen. Und diesen Respekt sollte man auch dem Gegner zollen. Herzlichen Dank. Ja, genau so war es. Rapid war schon angezählt, denn die Grütiger hatten auch bei 2-0 noch jede Menge Chancen. Philipp Zulechner zum Beispiel, habe ich vorhin angesprochen, können wir uns jetzt auch noch ansehen. Also es hätte auch 4-0 stehen können und wahrscheinlich hätte auch niemand was dagegen sagen dürfen. Ja, ganz genau. Also es ist heute nicht an der Leistung der Rapidler gelegen. Es war die starke, ausgezeichnete Leistung der Grödiger. Ich bin auch nicht der Meinung, dass sie nur in den ersten 45 Minuten so stark waren. Sie haben auch in der zweiten Halbzeit wirklich hervorragend gespielt und sich Chance um Chance herausgearbeitet. Wir konnten gar nicht alles zeigen. Ich glaube, wir haben zwei Lattenschüsse noch dabei. Ja. Ne? Zweimal auf der Linie gerettet. Also alles andere als ein Sieg. Oder sagen wir so, ist heute ungerecht. Aber Fußball heute. Halt. Willkommen bei Kompakt, hier sind die Highlights aus der 15. Bundesliga-Runde. Eine Runde, die den Traum von Grödig-Manager Christian Haas wahr werden ließ. Der Rapid-Bus parkt tatsächlich vor der Untersberg-Arena ein. Der Anspruch der Salzburger ist mittlerweile aber nicht mehr, ein Spiel gegen die Hütteldorf einfach nur austragen zu dürfen, sondern auch was Zählbares mitzunehmen. Die Grün-Weißen allerdings mit dem Blitzstart schon nach knapp 2 Minuten diese Chance für Trimmel, halb Schuss, halb Hereingabe. Dann aber die Grödiger. Unter anderem immer wieder über Standardsituationen gefährlich, so wie hier. Nach 12 Minuten Jone Cabrera mit der ersten wirklich tollen Einschussmöglichkeit für die Salzburger. Da war die Rapid-Defensive völlig überfordert mit dieser Variante. Und es gibt natürlich den Applaus vom Schiff. Adi Hütter hatte seine Jungs ganz hervorragend eingestellt gegen den Rekordmeister. Mit Fortdauer dann immer mehr Möglichkeiten und der erste Treffer durch Tomi. Schönes Zusammenspiel zwischen Husbeck und dem Spanier, der hier aus der Drehung ganz wunderbar abschließt und somit Jan Novota nicht den Funken einer Chance lässt. Zweites Saisontor für Tomi, sehr zur Freude natürlich von Manager Christian Haas. Wer danach auf eine passende Antwort der Gäste gewartet hat, der wurde enttäuscht. Im Gegenteil, Grödig versucht nachzulegen, bleibt am Drücker und schnürt Rapid immer mehr in der eigenen Hälfte ein. Tomi mit der nächsten Chance. 19 Minuten waren da gespielt. Und viel ging, wie gesagt, über Standards. Hier der Freistoß, dann können sich die Hütteldorfer nicht wirklich befreien. Dann auch noch Terence Boyd mit dem Fehler, die Chance für Jone Cabrera.
Und da wäre durchaus mehr drinnen gewesen für den Innenverteidiger. Wiederum ein Eckball und dann Rapid endlich mal mit einer Konterszene. Burgstaller leitet ein und dann Dominik Widra auf und davon. Aber da ist Zizan Stankovic, der Goalie der Salzburger, aufmerksam, ganz stark in diesem Moment. Kurz vor der Pause dann noch diese Szene nach dem Freistoß von Salomon Cabrera. Verlängert per Kopf, aber Novota ist ein weiteres Mal zur Stelle. So bleibt es beim 1:0 für den Aufsteiger. Nur 1:0 aus Sicht der Grüdiger durch das Tor von Tomi. Zoran Barisic reagiert, bringt Schaub für Widra. Aber zunächst unverändertes Bild. Die Grüdiger weitaus gefährlicher vor dem Tor. Zulechner scheitert hier an Aluminium. Sehr schön die Hereingabe von Philipp Husbeck. Ein weiteres Mal die Rapid-Defensive nicht im Bilde. Apropos nicht im Bilde sein, Rapid-Defensive, Palla, Retour auf Pichler, der verliert den Ball an Tomi. Was macht der Spanier? Er sieht, dass Zulechner mitläuft und der hat keine Mühe mehr auf 2:0 zu stellen. Philipp Zulechner hat die Einberufung ins A-Nationalteam erhalten. Das gibt natürlich einen Extraschub Motivation für den Grüdig-Stürmer, der hier aber, wie gesagt, nicht vor allzu große Probleme gestellt wird. Alles korrekt bei diesem Treffer und die Führung nach 65 Minuten hochverdient für die Gastgeber aus Salzburg. Auch danach geht es in ähnlichem Stile weiter. Tomi, Freistoßsituation an die Latte, Pech. Das 3:0, das wäre die Vorentscheidung in dieser Partie gewesen. Von Rapid wenig zu sehen. Wir sind schon in Minute 74. Dann endlich mal eine Offensivaktion über Burgstaller. Da ist Dominik Stakel und da ist plötzlich, wie aus dem Nichts, der Anschlusstreffer. Das 2:1, erster Saisontor für Dominik Stakel, der diesmal von Beginn an ran durfte. Ein Hoffnungsschimmer also für die Grün-Weißen, die es nicht vermochten, hier in der Untersberg-Arena zu überzeugen. Grüdig dann auch in weiterer Folge mit den Möglichkeiten, den Sack endgültig zuzumachen. Das ist Philipp Zulechner. Schöner Haken vorbei an Novota, aber dann ist Trimmel gerade noch zur Stelle. Unzählige Möglichkeiten für Grüdig in dieser Partie, alles klar zu machen, vorzeitig alles klar zu machen, aber Zulechner scheitert in dieser Szene. Und auf der anderen Seite dann 6 Minuten vor dem Ende diese Strafraumszene. Schaub fällt und dann kommt der Pfiff von Robert Schörgenhofer und es gibt tatsächlich Strafstoß. Harte Angelegenheit, aber wenn man ganz genau hinschaut, da ist die Berührung da. Tabuga mit dem ungeschickten Tackling. Schaub fällt. Hofmann verwertet den fälligen Elfmeter. 2:2, das dann auch der Endstand. Dennoch, es war eine weitere respektable Leistung des Aufsteigers, weil es für Rapid unterm Strich einfach nur sehr schmeichelhaft war. Also so alt bin ich nicht, dass ich das beurteilen kann, ob das der glücklichste Punkt in der Geschichte Rapids war. Grödig möchte gratulieren zur Leistung, die sie geboten haben. Und meiner Mannschaft gratuliere ich zum Punktegewinn, dass sie den Glauben an sich selber nie verloren haben.